Mein Name ist Lars Bittger. Ich bin Arbeitsgruppenleiter bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg und zuständig für die Pump- und Sonderbauwerke. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie die Kanalreinigung funktioniert und warum diese Aufgabe so wichtig ist. Denn solange alles einwandfrei klappt, macht sich keiner Gedanken über die Abwasserentsorgung. Bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg arbeitet ein großes Team aus verschiedenen Arbeitsgruppen daran, dass die Abwasserbeseitigung einwandfrei funktioniert. Das 1485 Kilometer lange Kanalnetz leitet Regenwasser, Spülwasser, Toiletten und Duschwasser zu den Kläranlagen der Stadt. Kanäle sind leider keine Bauwerke für die Ewigkeit und müssen daher regelmäßig inspiziert, gereinigt, repariert und bei Bedarf auch neu gebaut werden. Ich zeige euch jetzt, wie die Kanalreinigung funktioniert. Hallo Mario. Morgen Lars. Jo, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Erzähl mal, wo sind wir hier und was wird hier so gemacht? Wir sind hier im Kanalbetrieb Duisburg West. Wir haben hier 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Disposition sind wir zu zweit. Und wir sind dafür da, dass wir die 30 Mitarbeiter und ungefähr 16 Fahrzeuge, die wir haben, disponieren, sprich einteilen und deren Arbeit dann an sie weitergeben. Das sieht im Großen und Ganzen so aus, dass die Mitarbeiter morgens hier hinkommen, dann bekommen ihre Arbeitsaufträge, gehen dann an die Fahrzeuge. Also entweder haben wir dann einmal die Kanalreinigung, dann haben wir die Kanalkontrolle, die Reinigung zum Beispiel für die Pumpwerke für euch, Sinkkastenreinigung und auch die ganze Rattenbekämpfung, die wird von hier gesteuert. Ja, und wenn die Mitarbeiter dann rausfahren und ihrer Tätigkeit nachgehen, machen wir das Tagesgeschäft hier. Wir sehen zu, dass die Aufträge für den nächsten Tag fertig sind. Mhm. Ja, und mittags zum Feierabend kommen die wieder rein und dann bekommen wir die Arbeitsaufträge zurück. Mhm. Und ja, dann geht dasselbe Spiel von vorne los. Ne? Mhm. Ja, und wie gesagt, der Fuhrpark hat 16 Fahrzeuge, davon haben wir 8 Großfahrzeuge, sprich Hochdruckkombireiniger. Und wenn du möchtest, können wir uns ein Fahrzeug gleich mal anschauen. Ja, sehr gerne. Machen wir. Hm? Okay, ja, dann los. Oh, haben wir aber Glück. Wir haben sogar einen Kombisauger am Hof. Hallo Wolfgang, hallo Fabian. Morgen Mario. Sag mal, könnt ihr uns euer Fahrzeug mal ein bisschen erklären, so wie die Technik funktioniert, dass man das mal verstehen kann, was da für Abläufe passieren? Wir haben hier ein Hochdruckspülsaugfahrzeug mit Wasserrückgewinnung, der 3 Aufgaben hat. Erstens Hochdruckreinigung mit Wasser. Zweitens den Schmutz wieder aufsaugen. Und drittens, das Abwasser wieder zu verwenden für die Reinigung mit der HD-Pumpe. Hier haben wir jetzt eine Düse drauf, die für einen Durchmesser bis 500 mm ist. Die sitzt auf ein Viertel Zoll Schlauch. So, dann haben wir nochmal Düsen, die sind für Kanäle für über 500 mm Durchmesser. Einmal eine Königsdüse, einmal eine Verstopferdüse, falls mal eine Verstopfung im Kanal ist. Die frisst sich durch sämtliche Verstopfungen durch, da sie nach vorne auch spritzt und reinigt. Und dann haben wir einmal für einen kleinen Halbzollschlauch eine Rotationsdüse. Da werden meistens Senken mit gereinigt. Wenn da eine Verstopfung drin ist oder wir haben da Wurzeln drin, weil die sich durch den Wasserdruck vorne dreht. Auf jeden Fall hat die richtig Power drauf. Und die gräbt sich normalerweise durch jede Verstopfung durch. Und dann kommen wir jetzt mal zur Pumpe, zur HD-Pumpe. Die wird uns der Fabian gerne erklären. Dann haben wir hier hinter der großen Türe einmal unsere Hochdruckpumpe. Die Hochdruckpumpe schafft 413 Liter in der Minute zu fördern, bei einem maximalen Druck von 180 Bar. Zum Vergleich, so ein normaler Hausanschluss, Wasserhahn, hat 6 Bar. Dann haben wir unsere Kreiselpumpe, die das Wasser aus dem Tank sich entnimmt und aufbereitet. Die hat eine maximale Förderleistung von 570 Litern in der Minute und pumpt das Wasser im Prinzip nur um, damit wir das vom Schlammtank wieder nach vorne in den Frischwassertank pumpen. Dann haben wir noch einen Hydranten mit dabei. Auch eine Aufbereitungsanlage kann mal ausfallen und so, dass, wenn sie ausfällt, können wir das Wasser nicht mehr aufbereiten. Dann kann man sich draußen an dem Hydranten frisches Wasser saugen. Wenn wir uns im Trennsystem befinden, das heißt, da ist Regenkanal und Schmutzkanal getrennt, da dürfen wir leider nur mit Frischwasser arbeiten. Deswegen müssen wir uns dann dort Frischwasser holen. Im Mischsystem ist das kein Problem, da können wir jederzeit das Wasser aus dem Kanal nehmen und dann damit arbeiten. Hier hinter der Tür haben wir einmal unsere Saugpumpe. Unsere Saugpumpe hat eine Förderleistung von 3000 Kubikmetern in der Stunde.
bei einem maximalen Unterdruck von 0,8 bar. So, dann kann ich euch noch unsere letzte Düse zeigen. Das ist unsere Schlittendüse. Unsere größte Düse. Einmal rausholen. Die wird ab einer Größe von 1 Meter genommen und räumt eigentlich alles an Dreck mit weg. Also selbst größere Steine nimmt die alles mit. Und ja, die hat ein gutes Gewicht von ca. 40 Kilo. Fast. Und der Wolle kann euch gleich mal zeigen, was die Düse kann. So, jetzt können wir mal zeigen, was die Saugpumpe für eine Leistung hat. Dazu nehmen wir jetzt diese Steine und setzen sie vor dem Rohr vor. So, ich starte jetzt die Saugpumpe und wenn die Saugpumpe genug Unterdruck hat, öffne ich die Saugklappe, sodass der Schieber geöffnet wird und die Pumpe saugt. Und der klingt sogar. Lars, ich würde sagen, wir fahren raus und schauen uns mal draußen an. Alles klar, machen wir. Können wir auch die Kamera mal einsetzen. Ja, super. Ne? Mario, danke erstmal. Ne? Okay, danke euch auch. Tschüss. Bis dann, ciao. Habt ihr uns jetzt gezeigt, wie man Kanäle reinigt? Gibt es denn sonst noch Aufgaben, die ihr so macht? Ja, zum Beispiel für unsere Kamerafahrzeuge. Für die Kamerafahrzeuge müssen wir einmal vorher den ganzen Kanal reinigen, weil der Kamerawagen fährt auf Rädern. Und wenn der Kanal jetzt nicht sauber wäre, käme der mit seinen Rädern gar nicht durch. Alle 15 Jahre müssen wir einmal komplett durchs Revier durch sein. Und jeder Kanal muss von einem Kamerafahrzeug begutachtet werden. Zweitens muss er ja auch untersuchen auf Schäden, ob an der Wandung Risse sind, ob Löcher drin sind in dem Kanal. Das wird er sonst gar nicht sehen, wenn wir den vorher nicht gereinigt hätten. Ja, also ganz schön viel Hightech, habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ja, dafür habe ich hier auch die Lehre gemacht. Fachkraft für Rohrkanal Industrieservice nennt sich der Beruf. Man muss natürlich ein bisschen wetterresistent sein, weil wir bei Wind und Wetter draußen arbeiten. Man darf keinen Platzangst haben, weil man auch gelegentlich mal in den Kanal runter muss. Es gibt kleine Kanäle sowie große Kanäle. Man darf natürlich auch nicht fies sein vor verschiedensten Gerüchen. Da muss man leider mit klarkommen. Man lernt auch die verschiedensten Fahrzeuge kennen. Großfahrzeuge haben wir jetzt hier zum Beispiel. Wir haben auch verschiedenste VW-Busse, wo verschiedenstes Equipment drauf ist für Kanalkontrollen. Auf jeden Fall ist es auch ein Job für die Zukunft. Weil, wie jeder weiß, die Leute müssen weiterhin auf Toilette gehen. Und deswegen muss auch weiterhin gewährleistet werden, dass das Abwasser zu den Kläranlagen vernünftig und barrierefrei gefördert wird. So, tschüss, ne? Danke. Jo, ciao. Ja, wir hoffen, wir konnten ein bisschen Licht in die Duisburger Unterwelt bringen. Wir sind für euch da, jeden Tag gerne.